Der Hubschrauber kommt. Hallo, was willst du hier? Willst du mich ausspionieren? Bist du noch da? Heißt du? Uah! Pius, was denn du hier? Leute da, Babys, Kevin. Was ist hier los? Komm, steh erst mal auf, mein Guter. Hallo, Tapsi-Bär. Komm, Tapsi, der kleine Knuddelbaby-Bär. Mit dem Pfeil gefällst du mir sehr. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Sons of the Forest 1.0 mit dem Gamebro, der Lydia, dem Grimbo und dem Kelvin. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Leute, wir sind hier gerade mitten im Wald. Ich bin dabei, nochmal ein paar Bäume für uns zu schlagen, weil die Lager sind nach den letzten Aktionen doch reichlich leer und ich hatte nicht die Zeit, die Lager wieder aufzufüllen. Darum machen wir das jetzt einmal gemeinsam hier. Ich finde, das ist ein Spielelement, das gehört einfach dazu. Und ab und zu, na komm, hau rein, müssen wir auch mal gemeinsam Bäume schlagen gehen. Hallo lieber Kelvin, schön, dass du da bist. Ich habe heute vor, wir haben in der letzten Folge das Reh gejagt, uns ein gemütliches Bett gebaut und wir haben das Licht angeschaltet. Wir haben Strom gemacht. Leute, wunderbare Geschichte. Alles noch ein bisschen provisorisch, aber schon mal sehr, sehr schön. Wir haben das erste Licht in der Bude. Und jetzt möchte ich heute ganz gerne noch ein bisschen mit euch bauen und ich möchte gerne die Treppe nach oben einbauen. Das wäre mir ein Anliegen. Und zusätzlich würde ich auch gerne vielleicht anfangen, mit dem Dach ein bisschen was zu machen. Lieber Kelvin, vielleicht folgst du mir einmal kurz. Achtung, folge mir. Ich hätte eine Aufgabe für dich. Wo du schon mal hier oben bist, kannst du uns eventuell schon mal helfen, Stämme zusammenzusuchen und das Lager hier zu füllen. Komm mal ran. Schau mal, ich habe hier schon ein bisschen Holz hingeschmissen. Vielleicht kannst du damit schon was anfangen. Hier, guck mal her. Mein Lieber. Was hältst du auf? Hole Stämme und fülle die Behälter. Machst du das? Kriegst du hin? Ja, Meister. Super, dankeschön. Und ich schick das Zeug dann schon mal runter. Schaut mal, ich habe nämlich auch noch eine neue Slipline gebaut, die uns direkt nach unten quasi zur Baustelle führt. Die alte könnte man eventuell abmachen. Ist nicht so wild. Können wir trotzdem lassen. So, und der Plan ist, ich schicke das Zeug hier runter und ich hoffe, dass sich die Stämme dann automatisch unten in die Lager einsortieren. Zumindest in das eine, in das linke. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Sieht aber erstmal so aus. Es fällt runter und fällt direkt ins Lager. Perfekt, so soll das sein. So, wir sammeln hier weiter ein und schicken das Zeug runter und der Kelvin macht uns hier oben das Lager voll. Dann haben wir auch einfach mal so ein bisschen Puffer. Finde ich nicht schlecht. Ich habe alle Lager, ich habe quasi alle Lager leer geplündert. Jetzt müssen wir mal langsam zusehen, dass wir die Lager wieder füllen. Und wenn ich auch immer das Baumnachwachsen ausgeschaltet habe, es sieht langsam aus, als würde es hier sich lichten. Wir müssen mal gucken, wo wir dann demnächst Holz herbekommen. Wäre auch eine Geschichte, dass wir hier auch mal neue Sliplines bauen und neue Gebiete erschließen. Aber das kommt alles. Kommt Zeit, kommt Baum, kommt neues Gebiet. Wir hauen erstmal hier alles weg, was wir haben. So viel wie möglich, damit der Kelvin was zu tun bekommt. Und dann gehen wir runter und schauen mal, wie wir die Treppe eingebaut bekommen. Irgendjemand da? Ich habe doch was gehört, Leute. Nein, ich glaube nicht. Können wir Sticks mitnehmen? Sticks geht immer. Und Steine. Leute, wir brauchen noch so viele Sticks und Steine, um die Verteidigung weiter auszubauen. Auch da hatten wir ja schon angefangen. Leute, es nimmt langsam Gestalt an. Eine sehr schöne Geschichte. So, komm. Das sollte jetzt erstmal genügen, Kelvin, oder? Da kannst du mit arbeiten, denke ich mal. Ja, ich weiß. Ihr seid auch noch da. Kümmere mich später um euch. Jetzt schicken wir erstmal alles runter, was wir hier haben. Dass wir die Lager unten so ein bisschen füllen. Ich bin gar nicht sicher, das Lager auf der anderen Seite. Könnte sein, dass da noch Stämme drin sind. Und wir haben eventuell noch im Lager, innerhalb der Palisade, auch noch Stämme. Das heißt, es könnte sein, dass wir trotz alledem für die Folge heute genug haben. Ich schicke uns trotzdem schon mal was runter. So, wir kommen später nochmal hoch und holen uns noch was nach, wenn es unten eng wird. Der Kelvin macht ja hier oben, glaube ich, einen ganz guten Job. Nicht wahr, Kelvin? Bist du noch da? Hallo? Da kommt er schon wieder gerannt. Mit zwei neuen Stämmen. So, und wir gucken einmal nach, wie es unten aussieht. Leute, wunderbar. Unser Golfkart steht hier rum. Wunderschön. Unsere Palisade ist da. Unser Stammlager füllt sich. Wunderbar, herrlich. So soll es sein. Ach komm, wir nehmen uns mal direkt zwei Stämme mit und gehen einmal hier hoch. Und dann gucken wir mal. Wunderbar. Schaut mal, ich habe auch hier die ganzen Geländer offscreen schon einmal aufgebaut, dass wir da auch ein bisschen langsam mal hier so ein bisschen ja, häusliches Feeling kriegen. Es soll vorangehen. So, pack mal die Stämme hier hin.
Ich habe hier schon mal angefangen zu demontieren. Komm, das machen wir auch noch mal weg. Das machen wir alles gemeinsam. So. Ich habe nämlich festgestellt, so wie ich das gebaut hatte, ich hatte ja die Stämme hier alle schon gesetzt. Wir simulieren das einfach noch mal. Komm. Ich setze die Dinger. Sind das jetzt halbe? Die kannst du wegtun. Brauchen wir nicht. Nimm hier mal zwei ganze. Ich hatte die, das hier alles schon so gesetzt und mit Planken oben befüllt sozusagen und nur hier den Ausschnitt gelassen, um die Treppe einzubauen. Das Problem ist, das Spiel, das war damals auch schon so. Ich habe gedacht, das wäre eventuell mittlerweile behoben. Ich kann jetzt keinen schrägen Stamm hier reinsetzen, um eine Treppe aufzubauen. Das funktioniert nicht. Ich muss erst abbauen. So, dann dürfen hier keine Stämme im Weg sein und nichts. Ich glaube, ich muss sogar noch bis hier zurückbauen. Das nehme ich auch einfach einmal alles raus. Wir bauen das mal ein bisschen zurück. Wir machen hier gerade mal ein bisschen Chaos. Ist aber gar kein Problem. Den Stamm tun wir aber wieder rein, bitte. Stopp, der muss drin bleiben. Den kannst du hier wegnehmen. So, jetzt können wir die Lampe abbauen. Und nein, da oben liegt noch was drauf. Pack es auch hier runter. Leute, machen wir gleich alles wieder in Ordnung. So, jetzt können wir den wegnehmen. Und nun können wir erst einen schrägen Stamm setzen. Sehr, sehr schön. Also das Spiel braucht manchmal so gewisse... Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte... Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Moment, wir machen das mal so. Komm, gib mir mal an Stämmen her, was wir haben. Wir machen hier auch gerade mal das Loch nochmal zu. Supi, dann ist das auch einmal fertig. Ich möchte doch ganz gerne jetzt den Stamm setzen, aber ohne das hochzuheben. Wir setzen erstmal jetzt die Treppen drauf. Mal gucken, was passiert. Wenn wir jetzt hier schon mal Treppenstufen reinsetzen, was machst denn du dann mit uns? So, wunderbar. Wir haben die ersten schon gesetzt. Ich packe mal alle rein, die wir haben. Wir haben ja noch ein paar Dinger hier. Da gehört doch noch was oben rein, oder? Geht da nicht noch was? Supi, alles klar. Die anderen hier schon mal rein. Ich hole mir jetzt den nächsten Stamm und dann schauen wir mal, ob wir jetzt die Wand zumachen können, so wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist eine Schlepperei, Leute. Wir müssen hier auch mal gucken, dass wir uns quasi ins Gebäude rein auch noch was machen. So, jetzt kann ich nämlich erst diesen Stamm wieder setzen. Und hier oben auch? Geht das auch? Und das von unten nach oben aufbauen. Das geht nicht, wenn ich... ja, sehr, sehr schade. Wenn das so schon quasi, diese Struktur hier schon steht, kriege ich keinen schrägen Stamm mehr rein, um eine Treppe zu machen. Ich muss erst, wirklich erst den schrägen setzen und kann dann wieder aufbauen. Das ist ein bisschen umständlich, man muss es wissen. Man sollte daran denken, wenn man es baut. Sonst baut man wieder ab. Das habe ich gerade erlebt. Schön. Also, wenn ihr vorhabt, Treppenhäuser zu bauen, wie auch immer, denkt immer schwer an die Reihenfolge. Was war das? Mann, Grimo, wo hast du denn das jetzt drauf gebaut? Okay, Moment, was habe ich jetzt gemacht? Machen wieder dran. Ach, ist ja witzig. Kann man das... Ach. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Man kann das jetzt auch so machen. Auch nicht schlecht. Aber ich hätte das ja gerne zu. Muss ich sagen. Egal, wir machen mal weiter. Wir probieren mal. Und schauen dann, wie es uns am besten gefällt. Wir holen uns ein bisschen Holz und bauen dann weiter auf. Wie lange sind wir schon dran? 8 Minuten, alles gut. Zeit läuft. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Leute. Wie gesagt, ich möchte das hier ganz gerne fertig haben. Hier oben auf jeden Fall auch mal das Loch wieder schließen. So, haben wir denn jetzt hier alle Stufen drin? Was ist das? Sieht ganz gut aus. So, hier geht's hoch. Dann haben wir hier unten natürlich so ein bisschen toten Raum. Vielleicht können wir uns hier irgendwas hinbauen. Ich weiß noch nicht. Ein kleines Lager, irgendwas unter die Treppe. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier offen haben möchte oder ob wir es komplett geschlossen machen. Mal schauen, was wir da für Möglichkeiten haben. Leute, ich taste mich gerade erstmal wieder langsam ran. Ich finde es aber unglaublich spannend. So. Und dann müssen wir mal gucken. So. Kann ich jetzt hier oben einen dran machen? Jawohl. Und dann eventuell, kann ich das hier wieder zumachen oder muss das jetzt offen bleiben? Sonst lassen wir das erstmal offen. Soll kein Drama sein. Aber ich hätte mir tatsächlich vorgestellt, das hier komplett zuzuhaben. Ich nehme die Dinger nochmal raus. Wir probieren einfach mal. Wir machen mal wieder probieren und studieren. Geht der komplett durch? Oder nein, das sind jetzt die kurzen...
Einfach mal ein bisschen probieren. Und die Türen sind falschrum eingebaut. Ich vermute, die muss andersrum, damit wir hier mit einem Stick ein Schloss machen können. Oder ist diese sogar schon richtig? Bin mir gerade nicht sicher. Okay. Und was machen wir jetzt? So, können wir es abschließen? Alles klar, dann kommen wir nicht raus und es kommt keiner rein und ich kann es von innen wieder aufschließen. Diese Türe wäre demnach richtig. Diese Türe, genau, die Türe habe ich verkehrt rum eingebaut. Das machen wir mal eben schnell andersrum. Komm, pass auf, raus, wieder rein. Und jetzt können wir auch an der Stelle von innen abschließen, wenn wir das denn gerne möchten. Keine schlechte Sache. Danke für den Hinweis nochmal. Manchmal macht man Dinge, die einfach komisch sind. Passiert mir gerne mal öfter. So. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Ich hätte halt wirklich... Nein, er schneidet es mir direkt ab. Ich habe da gar keine Chance, das irgendwie hier reinzukriegen. Schade. Na gut, dann ist das halt so. Da könnt ihr mir gerne auch nochmal Bescheid sagen, wenn ihr da eine Idee habt. Kann ich das nicht irgendwie komplett zumachen? Oder muss ich das jetzt eventuell irgendwie auf der Seite ansetzen? Nein. Ich weiß es nicht. Ich krieg's gerade nicht hin. Ich war mir sicher, es gibt eine Möglichkeit dafür. Oder muss ich... Moment. Muss ich erstmal die Stufen dafür rausnehmen? Könnte sein. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, was ich hier falsch gemacht habe. Aber es ist halt reine Geschmackssache. Ich meine, es ist ja trotz alledem nicht schlimm. Man kann es auch so lassen. Und wir packen hier mal den Stamm wieder rein. Kriege ich das hin? Kriege ich hier oben einen Stamm rein? Du bist der Falsche. Bist du ein Ganzer oder bist du ein Kurzer? Okay, sind irgendwie alles Kurze. Pack's mal weg, wir brauchen ganze Stämme. Leute, Leute, Leute. Ich und das Bausystem, da muss ich mich erst wirklich wieder finden. Ich vermute, wenn wir das Dach anfangen zu bauen, dann wird es noch viel schlimmer mit mir. So, dann, schau mal, dann passt das auch. Dann geht der auch wieder hier rüber. Ist natürlich schade, ob man diesen hier überhaupt braucht. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das ist jetzt eine reine Frage der Optik und was einem wirklich eher zusagt. Wir gehen mal hoch und verplanken mal wieder. Mal gucken, was wir alles verplanken können. Machen die Löcher mal wieder anständig zu hier oben. Habe ich jetzt einen ganzen erwischt oder bist du ein halber? Könnte sein, dass du ein kurzer bist. Ja, du bist ein kurzer. Wir brauchen ganze Stämme, Grimbo. Hol doch mal was Langes ran hier. Guck mal da. Da hast du was Langes. Kriegen wir dich hier rein? Jawohl. Einmal nach dort. Perfekt. Loch ist wieder zu. Und das hier auch. Machen wir alles da wieder schön. Und dann können wir auch... Na? Warum bist du jetzt weggesprungen, anstatt da reinzugehen? Sag mal, mein lieber Stamm. Mach doch erstmal zu hier. So, wenn wir das dann einmal zu haben, dann können wir auch die Elektrik eventuell wieder reparieren, alles wieder neu machen. Da müssen wir eh noch Hand anlegen. Ich brauche auch noch mehr Lampen und alles, mehr Birnen. Jetzt, wo wir das können, müssen wir uns die Sachen mal ranholen. Im 3D-Druckerraum, da liegen ja immer wieder welche. Also beim nächsten Mal, wenn wir uns Pfeile machen gehen, hole ich mir dann auch neue Birnchen, damit wir auch das machen können. So, hervorragend, das ist zu. Und dann können wir jetzt, Leute, ich habe hier auch schon mal angefangen gehabt, Strukturen zu bauen, so ein bisschen alles reinzumachen. Die Mittelsprossen tun wir natürlich raus. Aber ich würde sagen, bevor wir hier irgendwas machen, fangen wir schon mal an, das Dach oben drauf zu bauen. Aber lasst uns doch mal hochgehen. Ich würde hier vielleicht irgendwie versuchen, per Slipline die Stämme hochzubringen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das am besten mache. Vielleicht machen wir uns hier einfach mal... Na, warte mal, warte mal, warte mal. Bleib mal hier. Wenn ich dich hier hinstelle und dann eine Slipline von dir hier nach unten mache, müssten die Stämme doch eigentlich hier oben reinfallen. Wir probieren das mal aus, Leute. Vielleicht ist das gerade eine völlig blöde Idee, aber vielleicht funktioniert das sogar. Haben wir noch einen Pfeil? Kannst du nochmal nachladen? Und pack das doch mal hier hin. So, und den anderen machen wir uns hier unten hin. Wenn das überhaupt funktioniert von der Entfernung her. So, vielleicht hier oben dran so. Wir probieren es mal. Wir schicken uns einfach mal die ersten Stämme hier hoch und gucken, ob wir dann einen Aufzug ins Haus haben. Sieht doch erstmal gut aus, Leute. Ich schicke mal alles hoch. Wenn die hinten wieder runterfallen, dann habe ich halt einfach Pech gehabt. Ist dann einfach so. Aber jetzt probier's doch mal.
Vielleicht packen wir auch die Seilpistole wieder weg. Kannst du im Moment eigentlich gar nicht gebrauchen. Ich würde aber noch mal ins Lager reingehen, weil wir müssen dringend was trinken. Vielleicht haben wir ja noch was da. Mal gucken. Eventuell sind die... Boah, Mann, ich laufe immer dagegen. Ich muss hier auch mal optimieren. Der Hubschrauber kommt. Hallo, was willst du hier? Willst du mich ausspionieren? Himmo, verdammt, was will der hier? Hau ab von meiner Basis. Gavin, der Hubschrauber. Jetzt kreist der auch noch hier. Sag mal, sollen wir den Pfeil unten reinschießen? So, ich muss jetzt aber erstmal was trinken, Junge. Hab gar nicht so viel Zeit für dich. Bist du noch da? Kreist du mit? Uah! Fingers, was machst denn du hier? Aber bist du bekloppt? Komm mit raus hier. Fingers. Hier, nimm mal einen Pfeil. Noch ein. Komm aus meiner Basis raus. Du hast den armen Kevin schon umgehauen. Ich glaube, du spinnst. Du bist ein Ding jetzt reingekommen. Verdammt nochmal. Komm mit raus, komm. Folge mir. Der Hubschrauber deswegen gekommen. Wegen dir? Ja, komm, Pfeilchen. Pfeil. Immer schön stoppen, wenn ich einen Pfeil schieße, okay? Können wir uns darauf einigen? Danke. Komm, ich mache hier mal die Türe zu, nicht, dass da noch einer steht. Leute, da haben... Babys, Kevin! Was ist hier los? Komm, steh erstmal auf, mein Guter. Sollst ja nicht da liegen und leiden. Achtung, wir haben hier bestimmt noch mehr. Pass auf. Pass auf dich auf, mein Guter. Wir holen uns doch sofort die Rüstung runter. Ich wollte gemütlich mit euch bauen. Da kommt der Hubschrauber und bringt uns direkt einen Fingers und Babys mit. Sag mal, was ist denn da los mit euch? So, wo ein Baby ist, sind auch mehrere. Und warum kommt ihr hier rein? Wer hat euch hier über den Wall geschmissen? Ist doch nicht dein Ernst. Sag mal, wo kommen die Babys her? Lass mich mal hier raus, Leute. Da muss doch hier draußen noch irgendwas sein. Hallo, Tapsi-Bär. Komm. Tapsi, der kleine Knuddelbabybär. Mit dem Pfeil gefällt zu mir sehr. Hab ich hier noch irgendwo was hingepackt? Nee. Ich habe doch gerade einen Pfeil verschossen hier. Leute, ich muss mir neue Pfeile organisieren. Ich wette, ich habe bald keine mehr. Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, dass das alles war an Babys. Aber ist okay. Da ist noch eins. Schaut mal hier. Ich möchte echt noch wissen, wo ihr hier durchkriecht, ihr Lieben. Ist doch nicht euer Ernst. Hab ihr extra so eine große Mauer gebaut und ihr kommt trotzdem rein. Ob das jetzt gewesen war? Ich gehe einmal rum und kontrolliere das mal. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Wir müssen... Oh, da fehlt irgendwie noch eine Planke. Wir müssen hier mehr Verteidigung drumherum aufbauen. Fragt sich halt wirklich, was hilft gegen so blöde Babys, die dann hier rumspazieren und irgendwo durch... Und durch irgendwelche Lücken hier reinbrechen. Okay. Du bist erstmal platt. Können wir dich anzünden? Mach mal hin. So, pack's wieder weg. Dass der auch nicht anfängt zu stinken hier drin. So, was wollte ich hier machen? Ich wollte eigentlich nur was getrunken haben, oder? Genau. Macht mich völlig kirre hier. Ihr verrückten Mutanten, wirklich. Frag mich, was der Helikopter hier wollte. Hat das irgendeinen besonderen Grund? Warum der hier angeflogen kommt und über meiner Basis kreist? Würde mich auch mal echt interessieren. Was wollte denn der hier? Guck mal, hier hat doch so weit funktioniert. Die Stämme sind oben. Supi. So, ich baue das erstmal weiter. Wir machen erstmal das, was ich hier angefangen habe, ziehen wir erstmal durch und nehmen dann auch nachher wieder die Stämme raus, die wir nicht benötigen. Ich glaube, das hier ist nur ein halber Kelvin. Kannst du den mal mitnehmen? Und dann würde ich uns das einmal hier durchziehen, das jetzt und dann gleich mal hochgehen und versuchen, eine Dachkonstruktion aufzubauen. Das wird auch schwer experimentell, Leute. Ich habe hier noch nie komplexere Dächer gebaut. Immer nur Flachdach, normalerweise. Es muss bei mir einfach immer einfach sein. Aber, Gott, ich habe irgendwie immer schwer das Gefühl, hier ist noch jemand. Bei mir soll es eigentlich einfach immer einfach sein, aber jetzt, wo ich das mit euch zusammen mache, kann ich ja nicht so ein lumpiges Flachdach hier draufsetzen. Dann soll es auch nach Wasser aussehen. Definitiv. Wir machen das schön. Auch wenn ich kein Baumeister bin, wir versuchen es.
Ich hab hier sowas von Halluzinationen. Ich sehe aus den Augenwinkeln immer irgendwas. Hat die Möwe jetzt hier die... Im Ernst? Du hast die... den Seestern hier hochgehoben. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Oh, Leute. Ihr macht komische Dinge mit mir. Ist aber schon mal schön zu sehen, dass mein Aufzug ins Haus funktioniert. Das bereitet mir gerade ein bisschen Freude. Ach, macht doch keinen Blödsinn. So, hier auch noch ein. Ich würde sagen, wir machen das erstmal einmal komplett durch. Kann natürlich sein, wenn ich jetzt hier alles... Nee, das funktioniert noch. Es kommt, passt trotzdem durch, auch wenn wir alles voll mit Stämmen haben. Sollte das immer noch funktionieren. Ja, ich denke, das klappt. Wir nehmen auch später natürlich die Zwischenstämme wieder raus, die wir nicht brauchen. Aber jetzt machen wir es erstmal rein, damit wir später oder gleich genügend Möglichkeiten haben, unser Dach zu decken. Hier ist nichts mehr da an Stämmen. Lass uns mal rübergehen. Kannst du hier einmal drunter durch? Zeig doch mal, was wir hier noch haben. Sollten wir eventuell auch so eine schöne Slipline-Sache machen? Wäre ja eine Maßnahme. Wir lassen die Wände dann erstmal offen und schicken uns das Zeug erstmal oben rein. Haben wir noch einen Pfeil? Sehr schön, danke. Danke dafür. Dich würde ich auch erstmal nach dahin schieben. Und den anderen vielleicht sind wieder welche. Leute, ist doch nicht euer Ernst. Die Babys waren doch gerade hier und Fingers. Und was wollt ihr denn jetzt schon wieder hier? Leute, nur zur Info. Moment mal. Wir machen das mal folgendermaßen. Wir haben da nämlich was Schönes für euch. Und solange wir noch ein bisschen Munition haben, Koido. Magst du das? Hier, bitteschön. Ah. Mal gucken, wie euch das gefällt. Uha. Bitte sehr. Und ich will euch direkt schon mal vorwarnen. Wir holen uns bald auch Gold. Nur so zur Info. Oha. Hab ich dir ins Bein geschossen? Tut mir leid. Wirklich. Ich wollte den Kopf treffen. Sorry. Sorry. Ah. Da hinten ist noch jemand, der haut ab. Aber geh ruhig. Sag ruhig, dass wir hier den Magic Fire Stick 2001 haben. Ah, Leute. Ich lasse euch... Oh, jetzt habe ich den Arm mitgenommen. Ist kein Problem. Vielleicht kann man ja irgendwann mal einbrauchen. Falls wir mal eine Prothese brauchen. Das sieht ja ekelhaft aus, Leute. Ist da noch... so mit Wirbelsäule und so. Supi. So, das ist erstmal geschafft. Die haben wir erstmal vom Hals. Dann lasst uns doch mal gucken, ob wir hier die Stämme vernünftig hochkriegen. Man muss sich ja zu helfen wissen. Wir brauchen auch auf jeden Fall noch mega, mega viel mehr an Stämmen. Viel, viel, viel mehr. Wir kommen niemals hin mit den paar Stück, um hier ein Dach drauf zu zimmern. Aber vielleicht können wir schon mal so ein bisschen experimentieren und anfangen, uns darüber, Achtung, Gedanken zu machen, wie und überhaupt, wie das aussehen könnte. Ganz viele könnte es. Packen hier nochmal Stämme zwischen, jawohl. Wie gesagt, die Zwischenstämme, die nehmen wir dann nachher alle raus. Das ist jetzt erstmal nur, damit wir überhaupt eine Idee kriegen und damit es überhaupt stabil genug ist, dass wir hier ein Dach draufzimmern können. Okay, hier noch. Ah, was war das? Habe ich dich jetzt runtergeschmissen? War nicht so gemeint. Da hinten rennt wieder einer rum. Das ist doch nicht euer Ernst. Wer hat euch denn eingeladen? Ich gehe noch mal kurz runter. Wir müssen dann noch mal mit unseren Nachbarn quatschen. Und dann gehen wir gleich noch mal hoch und organisieren uns auch noch mal. Was hältst du vom Speer? Mal gucken, ob wir dazu... Wow, war ja gar nichts. Ja, ich weiß, ich weiß. Du kannst eigentlich wieder gehen. Ich möchte mit dir nicht kämpfen. Wir hatten uns doch eigentlich geeinigt, oder? Wir quatschen und mit den anderen kämpfe ich. So, Achtung, einmal nach oben fahren. Und bring mir bloß kein Keulo mit. So, guck mal, der Kelvin, der war gar nicht so unfleißig hier. Wir schicken das Zeug erstmal alles wieder runter. Und dann bauen wir oben an dem Dach weiter. Vielleicht haben wir dann genügend Holz, um zumindest die ersten Schrägen schon mal zu setzen. Ich habe noch keine Idee, wie wir das machen. Eine grobe Idee vielleicht, ja. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie ich dann oben vernünftig hochkomme. Und da mache ich mir noch die meisten Gedanken. Wie komme ich vernünftig da oben dran, um das Dach
komplett aufzubauen. Das wird wahrscheinlich eine irrsinnige Kletterei. Das ist jetzt nur vermutet. So. Ich habe aus Zeitgründen auch noch nicht nachgeschaut, wie andere Leute ihre Dächer bauen. Darum, wenn ihr eine gute Idee für mich habt oder seht, das, was du machst, das ist so irrsinnig umständlich. Sag mir da gerne Bescheid. Vielleicht lässt sich das optimieren. Aber wie gesagt, ich fange jetzt erstmal an und probiere es einfach mal aus. So. Ich nehme die letzten beiden noch mit. Wird es schon wieder dunkel oder gibt es ein Unwetter, Leute? Was haben wir denn für eine Uhrzeit? Schau doch mal einmal auf die Uhr, mein Lieber. 16 Uhr. Ja, es dämmert schon so ein kleines bisschen. Aber geht eigentlich noch. Pass rein, schaut mal hier. Ein Lager gefüllt. Wunderbar. Und dann schicken wir das Zeug mal wieder nach oben. Wo wir es brauchen. Leute, so ist cool. So macht das Arbeiten Spaß. Also die Rennerei nach unten in Feldern halt einfach mal. Sehr, sehr cool. Wenn wir eine Etage fertig haben, können wir das ja zurückbauen. Brauchen wir dann nicht mehr. Aber solange wir das hier brauchen auf der Etage, gar nicht so schlecht. Ich weiß auch nicht, ob ich nicht eventuell doch einen Zwischenboden einziehe. Oder ob ich mir wirklich jetzt hier so einen offenen Bereich mit einem offenen Dach... Oh? Wo sind wir denn jetzt gegen geknallt? Komm, dann probieren wir nochmal. Müssen wir vorher abspringen? Okay, zum Hochfahren reicht es nicht mehr, aber dafür haben wir ja eine Treppe. Auch noch nicht alles optimal, aber es sieht schon gar nicht schlecht aus. So, Achtung. Hier kommt noch einer dazwischen und hier. Wobei, ist egal. Wir setzen die erst noch rein. Wir haben ja Holz. Wir haben Holz da. Zwei Stück noch, dann ist im Grunde genommen diese Sache hier erstmal fertig. Schon wieder runtergeschmissen, Mann. So, und jetzt ist die Frage, wie komme ich am besten hier hoch? Wie machen wir uns das provisorisch, dass ich oben aufs Dach geklettert komme? Schaut mal, hier fehlt auch noch ein Stamm, aber ist nicht so schlimm. Da geht ja die Slipline durch. Schau, wir haben ja die Geschichte hier. Eventuell können wir uns da oben... Ich probiere das mal. Wenn ich jetzt hier hochgehe, kann ich mir hier... Da kann ich nichts dran machen. Schade. Schade, schade. Wie kommen wir... Oh, kommen wir am besten da oben hochgeklettert. Lass uns wieder mal was für Jugend forscht. Würde ich sagen. Wobei, eventuell machen wir das so. Ich baue hier die Ecke erstmal ab. Ja, komm, müssen wir erstmal so machen. Ich baue die Ecke erstmal ab und dann haben wir hier die Möglichkeit, uns die Schräge hinzubauen und von hier aus dann einfach aufs Dach hochzulatschen, wenn es funktioniert. Sehr gut. Und dann können wir hier oben anfangen, wenn wir nicht runterfallen, eine Dachkonstruktion aufzubasteln. So, komm, wir gehen nochmal hoch. Ist natürlich alles sehr provisorisch hier und sehr, sehr gewagt und gewöhnungsbedürftig. Aber lass doch mal erstmal hier so Stämme stellen. Einen nach hier. Und einen nach hier. Und dann können wir hier gleich schon mal die Schräge dran machen. Und dann wird das doch schon mal was. Dann geht das doch gleich schon mal in Richtung Spitzdach. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das irrsinnig umständlich mache. Durchaus möglich. Aber ich mache das. Ich mache das erstmal. Ich probiere. So, ein nach hier. Ein nach hier. Die letzten zwei Stämme noch hoch und dann, genau, vielleicht machen wir hier hinten schon mal einmal die Schräge dran. Einmal so. So wie es werden könnte. Ich denke, das könnte was werden. Ja. So, wenn wir da mal einmal kurz von etwas weiter drauf schauen, finde ich, das geht in eine gute Richtung. Kann man eigentlich auch hier unten so ein bisschen verlängern mit einem kleinen Stick und so eine Art Giebel bauen? Das würde mich auch mal interessieren. Fände ich irgendwie ganz schick, wenn es halt nicht so abrupt dort endet mit der Wand, sondern wenn das Dach ein kleines Stückchen überragen würde. Wäre jetzt so nur mal so eine Idee. Aber keine Ahnung. Vielleicht geht's nicht. Sagt mir das auch gerne. Wenn es da Möglichkeiten gibt, gerne her damit.
würde ich dann auf jeden Fall mit ausprobieren und experimentieren. Also, fahr wieder hoch. Wir kommen nicht ganz hoch, ich weiß. Aber zumindest ein Stückchen. Nimm den doch schon mal wieder raus. Und den Rest gehen wir über die Treppe hoch. Leute. Ah, Grimmo, Mann, pass auf, wo du hintrittst. Ist doch nicht ein Ernst. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch gar keine Zeit. So. Vielleicht baue ich mir hier auch mal einen etwas komfortableren Aufstieg hin. Wo man nicht ständig runterfällt. Aber wir müssen das ja auch lernen. Ich denke, es wird nichts, wird uns nichts überbleiben, als hier auch mal teilweise akrobatische Aktionen zu machen. Wie sollen wir ansonsten ein vernünftiges Dach hier drauf kriegen? Weil das ist jetzt ja noch der einfache Teil. Wir müssen ja noch höher. Da müssen wir mal schauen, ob ich das komplett spitz mache. Wie müssten wir das denn machen? Wir haben 1, 2, 3, 4. 4 Felder. Das heißt 2 hoch und 2 wieder runter. Ja gut, das könnte eigentlich funktionieren. So, es wird langsam dunkel, Leute. Die Nacht bricht rein. Wir schauen gleich mal auf die Uhr. Ja, ist in Ordnung. Komme ich von hier aus da dran? Können wir das von hier aus? Super gut. Gut angehopst. Sehr schön, Leute. Wir müssen hier oben auch Strom hochbringen, dass wir hier auch was sehen und eventuell mal abends und nachts noch bauen können. Fände ich auch nicht schlecht. So, aber hier unten ist zumindest schon mal sehr gemütlich. Gefällt mir. Astreine Geschichte. So, das lasse ich mal hier liegen. Das wird wahrscheinlich dann die spawnen. Ein bisschen Verschnitt ist immer. Kann man nicht ändern. So, Leute, unser wunderschönes Bettchen steht. Wir müssen hier auch noch mal ein paar Schränke reinbauen. Aber es nimmt langsamer sicher Gestalt an. Mir gefällt's. Schöne Baustelle. Ich werde noch so ein bisschen offscreen weiter tüfteln und weiter basteln. Aber das Grobe machen wir dann gemeinsam weiter, beziehungsweise das Feine. Das Dach, ich möchte, dass wir das Dach nach Möglichkeit irgendwie gemeinsam konstruieren und bauen. So, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal, kommentiert mega fleißig mein Video. Ich freue mich auf den Austausch mit euch und ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gamero.